Ja, ganz herzlich willkommen nochmal hier zur Vortragsreihe Integrale Krebstherapie. Heute die Grundprinzipien der integralen Krebstherapie und dann legen wir mal los. Ja, heute, ich sagte es bereits, Modul 2. Und ja, wofür das Ganze? Worum geht es heute? Ich springe nochmal zurück zum ersten Teil, auch wer ihn vielleicht die Aufzeichnung noch nicht gesehen hat, möchte ich zuerst einmal bitten, auch es für möglich zu halten, dass das Gesagte, das, was ich vortrage oder auch die Seiten, die ich zeige, dass unser normales Verstandesdenken, das, was wir so in der Schule gelernt haben, übersteigt. Und ich möchte einfach darum bitten, offen zu sein, wenn das geht. Ja, auch für die größeren Zusammenhänge, die Sinne, die Hellsinne vielleicht, die übergeordneten Sinne. Und dass es auf verschiedenen Ebenen wirkt. Und dies ist so ein bisschen auch jetzt im zweiten Teil, gehen wir tatsächlich und springen tatsächlich durch verschiedene Ebenen, verschiedene Bereiche. Ich gehe dann Detail für Detail da nochmal drauf ein. Und ja, es geht also da auch so ein bisschen zu üben, dieses Bewusstsein zu schaffen für den Sprung ins Geistige. Das wird im ersten Modul ein bisschen ausführlicher erklärt. Und aber es wird hier niemand sein, der irgendwas verpasst, wie gesagt. Und aus diesem Sprung, aus dieser ja geistigen oder integralen Verfassung heraus, sich zu öffnen, sowohl für die Wahrnehmung der Zusammenhänge des Lebens als auch für die natürlichen Rhythmen und Zyklen der Natur. Und das natürlich alles in Bezug auf unser Thema Krebs heute Abend. Wir haben beim letzten Mal schon recht ausführlich über dieses Modell gesprochen. Da kommt gleich auf der nächsten Folie mehr. Wir haben diese vier Quadranten. Gehe ich gleich drauf ein, am besten mit der nächsten Folie. Das haben wir eben im ersten Teil besprochen. Die integrale Krebstherapie gibt eine ganzheitlich umfassende Orientierung. Sie durchschaut die Prozesse und nimmt sie im Zusammenhang wahr. Diese verbindende Wahrnehmung stellt das individuelle Potenzial in den Fokus. Dabei ist der Betrachter sich seiner selbst bewusst. Integral bedeutet, zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist. Diese Bewusstseinsverfassung für eine ganzheitlich umfassende Wahrnehmung, sowohl der subjektiven und objektiven, als auch der hintergründigen und vordergründigen, als auch der individuellen und kollektiven Zusammenhänge, eröffnet ein grundlegend anderes Zusammenwirken auf der Erde als mit einem bisher üblichen rationalen Bewusstsein einer eigenen Perspektive. Die duale, ewig vergleichende, messende und bewertende und damit trennende rationale Bewusstseinsverfassung entwickelt sich als Möglichkeit sprunghaft. Und das meint geistig hin in eine Bewusstseinsverfassung, die Wirklichkeit sowohl aperspektivisch, das meint außerhalb der eigenen Perspektive, also multiperspektivisch sozusagen oder mehrperspektivisch, als auch im Akronon, das meint in der Zeitfreiheit, zu erfassen und damit die Weltwirklichkeit im Zusammenhang wahrzunehmen und zu durchschauen. Echte Heilkunst verbindet auch, was vorher getrennt erschien. Ein integrales Bewusstsein lebt in den Möglichkeiten des sowohl als auch. Diese umfassende Wahrnehmung hat die Spaltung des Rationalen entweder oder überwunden.
die Einzigartigkeit eines jeden Menschen und seiner Autonomie wird so zur verbindenden Gemeinsamkeit. Die integrale Krebstherapie ermöglicht sowohl Krebsbetroffenen als auch Therapeuten eine ganzheitlich umfassende Orientierung auf dem ganz individuellen Weg. Als Landkarten und Leitbilder für eine integrale Krebstherapie bieten sich sowohl das integrale Modell AQRL von Ken Wilber, das haben wir in Modul 1 besprochen, da komme ich aber gleich, gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, als auch das Miasmenhaus von Rosina Sonnenschmidt, das kommt im nächsten Modul Nummer 3, wird das ausführlich beispielhaft besprochen, da geht es um das Beispiel oder Beispiele einer integralen Krebstherapie. Heute geht es ja um die Grundprinzipien. Und natürlich das Leitbild der sozialen Dreigliederung. Da geht es um den gesellschaftlichen Organismus, also die Heilung des gesellschaftlichen Organismus, natürlich integraler Bestandteil dieser Vortragsreihe. Das ist Modul 4. Auch Modul 5 geht es um den gesellschaftlichen Organismus dann. Und natürlich auch das Schaubild der 12 Weltanschauungen von Rudolf Steiner, auch eine Möglichkeit. Das sind alles ja, Leitbilder oder Landkarten. Und das ist natürlich nie die Wirklichkeit, klar, aber man kann sich natürlich ganz gut orientieren. Wir alle kennen das natürlich. Wenn wir irgendwo fremd sind, im Urlaub oder in eine andere Stadt fahren wollen, dann nutzen wir diese Karten. So kann man das eben auch hier verstehen. Darum geht's. Ja, und kommen wir zu einem Erstgrundprinzip der integralen Krebstherapie und das ist das Thema Leben und Tod. Was natürlich sehr stark mit diesem Thema Krebs in Zusammenhang gebracht wird. Bei vielen Menschen löst alleine der Name sehr viel Angst aus, geschweige denn von den Menschen, die betroffen sind, auch die Angehörigen. Da geht es sehr viel um dieses Thema Angst und um das Thema Tod und natürlich geht es in dieser Serie auch darum, das hier zu integrieren, dass das dazugehört und vielleicht ein Stück weit auch hier tatsächlich aus der eigenen Perspektive mal herauszuspringen und das etwas umfassender wahrnehmen zu können. Darum geht es mir natürlich auch hier heute. Und der eine oder andere von euch oder von Ihnen kennt dieses Buch. Es ist sehr bekannt, Khalil Gibran, der Prophet. Und ich finde, dass dieses Buch sehr gut auch zu dem integralen Ansatz oder zur integralen Haltung passt. Es ist nach meiner Wahrnehmung geschrieben aus der sogenannten A-Perspektive. Man kann dieses Buch lesen, wer es kennt, ein Mann, der irgendwie, wo sein Schiff, also es geht darum, dass ein Mann, nämlich Al-Mustafa, durch seine Stadt läuft und auf sein Schiff wartet, das ihn nach Hause bringt, zu seiner Insel und irgendwann kommt das auch und er freut sich und läuft dann nochmal durch die Stadt, verabschiedet sich von den Menschen und steigt irgendwann aufs Schiff und segelt dann weg. Und für mich ist das eben sehr viel mehr aus dieser A-Perspektive geschrieben oder verfasst, nämlich aus Verfassung, aus einer seelischen Verfassung heraus nach dem physischen Tod, in den 3 Tagen nach dem physischen Tod. So kann man das Buch eben auch lesen. Es besteht aus 3 Teilen und im ersten Teil geht es tatsächlich um diesen Rückblick des Lebens. Im zweiten Teil geht es dann darum, auf Seelenebene sich mit den Menschen zu verbinden und dort werden viele Fragen gestellt und im dritten Teil geht es dann sehr in die Transzendenz. Also ein sehr spannendes Buch. Ich sage mal, das ist mein Inselbuch, wenn ich auf eine einsame Insel müsste und dürfte nur ein Buch mitnehmen, dann ist es genau dieses. Ja, ich habe es schon sehr oft gelesen und entdecke bei jedem Lesen immer wieder Neues und einen Absatz möchte ich gerne jetzt hier heute mal vorlesen. Da brauche ich jetzt gerade mal die Brille. Ja, also es geht über den Tod. Und dann sagte Almitra,
Lass uns jetzt über den Tod erfahren. Und er sprach, ihr möchtet über das Geheimnis des Todes wissen, aber wie wollt ihr ihm denn auf die Spur kommen, wenn ihr nicht mitten im Leben danach sucht? Den Augen der Eule erschließt sich die Nacht, nicht aber der Tag. Wie können sie das Wunder des Lichts erkennen? Wenn ihr wirklich das Wesen des Todes schauen wollt, so öffnet euer Herz weit und lasst das Leben einziehen. Denn Leben und Tod gehören zusammen, so wie Strom und das Meer. In den tiefsten Gründen eures Hoffens und Sehnens ruht stumm euer Wissen vom Jenseits. Und wie die Saat unter dem Schnee träumt, träumt euer Herz vom Frühling. Traut den Träumen, denn in ihnen verfindet ihr das verborgene Tor zur Ewigkeit. Eure Angst vor dem Tod ist nichts als das Zittern des Hirten, dem zu Ehren der König die Hand auflegen wird. Ist in diesem Zittern nicht auch die Freude über das Mahl des Königs, das ertragen wird? Doch denkt er dabei nicht noch an weit mehr? Denn was ist Sterben anderes, als nackt im Wind zu stehen und sich in der Sonne aufzulösen? Und was ist der letzte Atemzug anderes als die Freiheit des Atems vom ruhelosen Auf und Ab, auf das er emporsteigt und sich entfaltet und befreit Gott suchen kann? Nur wenn ihr vom Strom der Stille trinkt, werdet ihr wahrhaft singen. Und wenn ihr den Gipfel erreicht habt, werdet ihr aufsteigen. Und wenn die Erde euren Leib fordern wird, werdet ihr wahrhaft tanzen. Ja, das ist eins dieser Kapitel. Da geht es natürlich auch um das Leben, die Liebe, die Kinder, die Häuser. Also ein wirklich, ist gar nicht dicktes Buch, aber sehr, sehr reich. Ich kann es sehr empfehlen, das mal zu lesen. Als Hörbuch auch sehr schön. Gibt es verschiedene Versionen, verschiedene Übersetzungen. Ja, und in diesem Zusammenhang ist auch interessant, das Thema ja auch Sterbebegleitung einmal anzuschauen. Hier beziehe ich mich auf dieses Buch von Rosina Sonnenschmidt. Ich habe selbst auch mal ein Wochenendseminar dort besucht bei ihr. Und es geht hier darum, dass der Körper letztlich als Fahrzeug, also dass die Seele den Körper wellenartig verlässt, ähnlich wie ein Kind in Wehen auf die Welt kommt, also Wehen wellenartig. So ist es hier auch mit dem Ablöseprozess der Seele, wenn der physische Leib, also der physische Körper in den Sterbeprozess kommt. Und auch hier lohnt es sich einmal, sich ja einzulesen, kann ich sehr empfehlen, auch sehr liebevoll geschrieben und ja auch wie immer bei Rosina Sonnenschmidt sehr tief recherchiert. Sie hat also hier die tibetanischen Totenbücher ins Deutsche übersetzt, das sehr tief erforscht. Da gibt es ein ganz altes Wissen im tibetanischen, in der Kultur über diese Ablösephasen. Ja. Also, das war mir einfach wichtig, gleich mal an den Anfang zu stellen. Also, es ist ja deutlich geworden, dass Leben und Tod zusammengehört und wir das natürlich in unserer westlichen Kultur oft sehr ausgrenzen. Da geht es sehr um das Vordergründige. Das wissen wir alle, wie schwer es uns oft fällt, damit umzugehen. Und plötzlich ist es dann da und dann, ja, ist auch die Angst da. Die ist natürlich nie ein guter Ratgeber, auch schon gar nicht in diesen Phasen. Ja, komme ich nochmal jetzt zurück zu dem Strukturmodell Integrale Krebstherapie. Ganzheitlich umfassende Orientierung. Sie durchschaut die Prozesse und nimmt sie im Zusammenhang wahr. Und einige
Zuschauer kennen das bereits aus dem ersten Vortrag, aber ich möchte es hier nochmal für alle nochmal erläutern oder auch nochmal erinnern. Wir haben hier drei verschiedenfarbige Ringe. Ich fange mal in der Mitte an, bei dem lilafarbenen oder fliederfarbenen. Das ist es, damit ist gemeint das Geistige, also das, was auch gerade angeklungen ist bei Khalil Gibran, da wo unsere Existenz, unsere ja, Seele oder unser geistiges Ich hingeht, nachdem es den physischen Körper verlässt, wobei wir natürlich immer damit verbunden sind, oft ohne es zu wissen oder dass es uns bewusst ist, und darum geht es auch in dieser Vortragsreihe, dafür mehr Bewusstsein zu schaffen und dass dieses natürlich alles zusammenhängt. Wir sprechen auch vom Körper und Körper, Seele, Geist, und das ist hier eben mit dem grünen Ring gemeint. Wir haben hier vier Quadranten in dem Bereich. Das ist rechts oben der physische Körper, rechts unten der Gesellschaftskörper, links oben geht es um die individuelle oder Individualseele und links unten in dem grünen Ring die Gruppenseele. Das ist also hier dargestellt, modellhaft. Einfach geht es darum, dass wir eben auch an diese Dinge immer erinnert werden, gerade im Zusammenhang im therapeutischen Raum oder auch sonst im Leben natürlich. Denn das integrale Modell oder die integrale Haltung ist natürlich geeignet, ja, das ganze Leben so anzuschauen. Und es geht auch natürlich weit über dieses Thema hinaus. Nur hier geht es in diesen sieben Vorträgen halt um das Thema Krebs. Ja, dann komme ich noch zum blauen Ring. Das ist angelehnt an das Vier-Quadranten-Modell von Ken Wilber. Das habe ich im ersten Modul erklärt. Etwas ausführlicher, wer es kennt. Es geht natürlich viel weiter als nur diese vier Quadranten. Da gibt es auch noch Ebenen und Linien und so weiter. Das habe ich hier nur bezogen auf die vier Quadranten. Also rechts oben der physische Körper mit seinen Funktionen. Rechts unten Sie, die Umwelt, die Struktur. Also zum Beispiel in welchem Gesellschaftssystem leben wir. Gibt es ein Krankenkassensystem, ein Schulsystem. Also alle Systeme. Systemische Dinge innerhalb einer Gesellschaft. Dann links oben ist ich, die eigene Innenwelt, die quasi von außen nicht sichtbar ist, also sehr individuell und quasi nur punktuell teilbar, wenn ich das freiwillig mache. Ja, also alles, alle Gedanken, Empfindungen sind dort abgebildet, und links unten die Familie, die Gruppe, also das Wir. Und das sind so die verschiedenen Bezüge, und daraus ergeben sich die beiden in den beiden rechten Quadranten, wenn ich die zusammennehme, quasi die Symptomebene. Also auch im Therapeutischen, wenn eine Krankheit kommt, zum Beispiel ein Tumor, dann ist der rechts oben tastbar oder sichtbar durch ein Computertomographen oder andere Analyseverfahren, ja, eine Blutanalyse zum Beispiel und so weiter. Ja. Und die linken beiden Quadranten, da geht es natürlich hier in der integralen Therapie auch darum, die zu erfassen, das ist die Ursachen eben. Also da geht es dann darum, welche Konflikte liegen eventuell vor. Was könnte vorher in dem Leben passiert sein, links oben in der linken oberen Ecke, oder welche Bezüge gibt es im Familiensystem, das zu untersuchen, zum Beispiel durch eine Familienaufstellung. Ja, also rechts, die rechten beiden Quadranten zusammengenommen, ist das vordergründige Symptomebene, die linken beiden die Ursachenebene oder die Hintergründe. Und die oberen beiden Quadranten zusammengenommen, das ist so der menschliche Organismus, also die ganz persönliche Ebene, der Körper und die Innenwelt. Und die beiden unteren Quadranten zusammengenommen, das ist so die kollektive Ebene. Und ich spreche hier auch vom gesellschaftlichen Organismus. Ja. Genau. Ich mache mal hier eine kleine Pause und öffne mal für Fragen oder
Anregungen noch an dieser Stelle? Gibt es hier Fragen oder Anregungen? Dann könnte ich die jetzt beantworten. Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich mal weiter. Auch ein wichtiger Teil der Grundprinzipien der integralen Krebstherapie ist aus meiner Wahrnehmung und langjährigen Beschäftigung das Thema Heilungsberichte. Ich habe sehr viele davon gelesen, wohlwissend, dass das natürlich von der Vielzahl der Betroffenen nur ein kleiner Teil ist. Nicht alle werden körperlich gesund und schreiben dann auch noch ein Buch oder geben Interviews. Und nichtsdestotrotz habe ich dort unglaublich viel gelernt. Ich sage, das sind letztlich die echten Experten, weil sie natürlich so etwas wirklich durchgemacht haben und jedenfalls sehr, sehr lehrreich. Und was mir halt aufgefallen ist bei dem Studium dieser Heilungsberichte oder Therapieberichte, ist, dass es keine zwei gleichen Fälle gibt. Es gibt keine zwei gleichen Menschen. Wir alle haben verschiedene Fingerabdrücke. Es gibt keine zwei gleichen Diagnosen, keine zwei gleichen Heilungs- oder Therapieverläufe. Und das ist so wichtig. Und trotzdem meine ich hier, diesen roten Faden zu erkennen. Und ich habe das irgendwann genannt, ungelebtes Leben leben. Das ist das, was Betroffene berichten, oft Jahre nachdem sie diese Therapien abgeschlossen haben. Und es gibt auch Menschen, die, das sind wie gesagt nicht, längst nicht alle, aber es gibt manche, die sprechen sogar vom Glückskrebs oder das Beste, was mir passieren konnte, weil sie das Gefühl haben, dass sie vorher ihren Weg verloren hatten, also ihren persönlichen Lebensweg. Oder sagen, ich habe mich verloren oder so. Und das ist also für mich sehr, sehr lehrreich, immer wieder. Und zeigt mir, dass es da um auch geht. Das ist also für mich ein ganz wichtiges Grundprinzip in der integralen Krebstherapie, darauf zu achten, sowohl für Betroffene, Angehörige, aber vor allem auch für Therapeuten zu gucken, wo kann derjenige unterstützt werden, sein eigenes Ich wiederzufinden, seine Ich-Kraft zu stärken, wirklich seinen Weg zu gehen, sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist so wichtig. Ja, also auch im therapeutischen Raum haben wir ja zum Beispiel den Dr. Lechan aus Amerika, das ist der Pionier im Bereich der Psychoonkologie. Wer ihn kennt, da geht's, der sagt immer, sing your song, folge deiner eigenen Melodie oder die Melodie des eigenen Lebens zu finden. Ja, und da gibt es verschiedene Aussagen. Einige habe ich hier aufgeschrieben. Einige von diesen Heilungsberichten habe ich auch gesammelt, veröffentlicht hier auf dieser Webseite www.krebsheilpfad.de. Wen das interessiert, kann das mal stöbern. Das ist eine freie Plattform, die also kostenfrei auch informiert. Ja, ein weiteres ganz wichtiges Grundprinzip für mich ist die Frage nach dem Wofür. Denn meistens, und das tue ich natürlich auch, fragen wir nach dem Warum. Wieso, weshalb, warum? Und diese Frage ist durchaus wichtig. Ja, viele fragen sofort, ja, habe ich was falsch gemacht, Ernährung, falsch mich verhalten und so weiter, wobei es da aus meiner Sicht nie drum gehen kann. Das ist so ein antrainiertes Ding schon in der Kindheit, vielleicht zu Hause oder in der Schule, dass man irgendwie benotet wird für irgendwas und darum kann es meiner Meinung nach gar nicht gehen. Das ist dieses Schuldthema, da gehen wir aber nochmal ausführlicher in Modul 3, das ist Nummer 5. Modul Nummer 5, das ist die große Frage mit diesem Schuldthema. Und also sehr wichtig, aber es ist eine Frage nach der Vergangenheit. Warum? Also nach der Kausalität. Und genauso wichtig ist die Frage nach dem Wofür. Also gibt es einen innenliegenden Sinn
so wie in der Folie vorher, geht es vielleicht darum, dass ich mein eigenes Ich nicht mehr spüre. Worum geht es mir wirklich im Leben? Habe ich meine ganzen Träume verlassen oder mich nicht mehr darum gekümmert? Habe ich mich mehr um andere gesorgt, als zu mir zu stehen und solche Fragen, ja, mich dort wieder hinzuführen? Und wir haben vorhin auch gesprochen über dieses Wort Akronon, also Zeitfreiheit heißt das. Und dieser gegenwärtige Moment wird beschrieben als ein Zusammenspiel dieser beiden Zeitströme, Vergangenheit und Zukunft, also das, was wir erlebt haben, auch als Menschheit, kollektiv, ist das eine. Und das andere ist das, was als Potenzial, als Lebenspotenzial oder angelegtes Potenzial aus der Zukunft auf uns zukommt. Und das ist, ich habe immer dieses Bild dann vor Augen, wie zwei Wellen, die so aufeinandertreffen aus verschiedenen Richtungen, und die Gischt spritzt dann so hoch, und das symbolisiert quasi diesen gegenwärtigen Moment, wo wir uns bewegen, von Moment zu Moment zu Moment. Ja. Und aus dieser Haltung heraus, dieses Moments, dieser Zeitfreiheit, ist auch die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, sehr müßig, denn beides ist richtig. Das Ei ist die Frage nach dem Warum, oder das Samenkorn, die Eichel, und die Henne ist das, was als Potenzial aus der Zukunft auf uns zukommt. Oder der Eichbaum oder die Sonnenblume, die halt aus dem Kern herauswächst. Ne? Das ist damit zu verstehen. Ja? Denn wir haben ja so aus der Bewusstseinsverfassung, aus der wir kommen, oft nur diese kausale Vorstellung, also dass Zeit nacheinander abläuft, so wie die Uhrzeit. Die ist natürlich sehr wichtig, damit wir uns orientieren und heute hier um 19 Uhr pünktlich angefangen haben mit diesem Vortrag und so, das ist klar. Aber es gibt eben auch diese andere Ebene. Und da habe ich auch im Modul 1 einiges gesagt. Das kommt also auch nochmal im 7. Modul, das heißt Krebs, wofür? Da gehe ich dann nochmal ausführlich drauf ein. Das würde den Abend heute sprengen. Ja. Ja, ein weiteres Grundprinzip habe ich hier mal in diesem Buch beschrieben, in dem Kapitel Wege der Heilung. Ich gehe da jetzt nur stichpunktartig durch. Wer mehr lesen will, dieses Buch gibt es überall im Buchhandel zu kaufen und auch im Versand. Ja, also ganz wichtig der Faktor Zeit. Ich möchte gerne hier den Dr. Walter Weber zitieren, der, glaube ich, 40 Jahre als Mediziner, als Arzt hier in der Onkologie arbeitet. Er sagte mal, als er anfing als Internist, gab es das Wort Onkologie noch gar nicht. Und er sagt, das wird aus seiner beruflichen Erfahrung viel zu schnell reagiert. Also wenn da ein Tumor ist, dann heißt es oft, in den nächsten Tagen muss sofort operiert werden und sofort das gemacht werden und so. Da kommt so eine Hektik auf. Und er sagt ganz klar, dass er in seinen ganzen Berufsjahren und in seinen Fällen es noch nie erlebt hat, dass innerhalb von, ja, ich sag mal 6 Wochen, sagt er immer, so 40, 42 Tage, das sind diese, irgendwas passiert wäre, was Schlimmes, dass sich der Zustand dramatisch verschlechtert hätte. Das bedeutet, dass man genug Zeit hat, ganz in Ruhe sich verschiedene ärztliche oder andere therapeutische Meinungen anzuhören. Ganz wichtig, dass da nicht eine Panik aufkommt. Und es gibt natürlich Ausnahmen, sage ich auch ganz klar, schwere Leukämien, da muss sofort gehandelt werden, also schweren Blutkrebs. Oder wenn lebenswichtige Organe oder Versorgung im Körper abgedrückt werden. Ja, wenn im Kopf zum Beispiel irgendwas ist, oder eine Blutbahn, eine wichtige Blutversorgung, oder der Magen oder sowas, dann muss natürlich sofort operiert werden vielleicht oder andere Maßnahmen gemacht werden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja, ein weiteres ganz, ich sag mal, heißes Eisen ist das Thema Prognosen. Oft höre ich es leider immer wieder, auch Kollegen,
wenn wir darüber sprechen, dass irgendeine statistische Lebenserwartung genannt wird. Und das ist eben nur eine Statistik. Oft sagt man dann nicht, in 40% der Fällen oder in 30% der Fällen ist das so und so. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, solche Aussagen zu machen auf das Leben eines Menschen. Also ich tue mir da sehr schwer, wenn ich das höre, weil es vielen Menschen Angst macht. Auch wenn sie hören, ja, ich muss bald sterben, wenn ich das und das nicht mache. Also ich würde doch dafür plädieren, damit sehr viel vorsichtiger umzugehen und auch darum bitten, dass das damit sehr viel achtsamer umgegangen wird. Denn wir wissen eben aus der psychotherapeutischen Beratung, auch onkologischen Beratung, dass wir oft Zweitkonflikte haben, zum Beispiel Lungenmetastasen, ist Möglichkeit eines Todesangstkonfliktes, der entstehen kann, alleine durch eine Prognose. Oder Knochenmetastasen, das heißt ein schwerer Selbstwerteinbruch oder Leber, die Leber ist oft betroffen, das sind dann Menschen, die oft Angst haben um ihre Existenz, also im finanziellen Bereich, das sind Dinge, die passieren können. Und da geht es wirklich darum, sehr, sehr achtsam mit solchen Aussagen umzugehen, die wirklich die ganze Situation noch verschlimmern kann. Ja, auch wenn das gut gemeint sein mag, ich weiß, dass viele sagen, da muss man ehrlich mit umgehen mit den Menschen. Das gab es ja schon mal Jahrzehnte, wo solche Dinge ganz verschwiegen wurden. Das war genau das Gegenteil, auch nicht gut. Aber es geht doch, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt da, sehr achtsam mit zu sein. Ja, ein weiteres Grundprinzip ist aus meiner Sicht dieser Kampf gegen Krebs, War on Cancer. Seit 1971 hat der, ich glaube, Präsident Nixon war es damals in Amerika, diesen Kampf ausgerufen. Und das ist, ja, ich finde es auch sehr schwierig, diese einseitige Haltung. Und das ist immer so ein Kriegszustand. Und so wird dann auch agiert, ganz, ganz schnell. Und wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung ist dort meistens sehr viel mehr Zeit. Und dass diese Kampfhaltung aufgegeben wird, finde ich sehr wünschenswert, dass das sich in Zukunft verändert. Ähnlich diese Haltung aus dieser modernen Mikrobiologie. Da haben wir das ja auch, Viren, Bakterien, das sind alles Feinde gegen die Menschen. Aber wissen wir natürlich auch, dass die irgendwie alle zum Leben dazugehören. Aber es ist nach meiner Erfahrung eben eine sehr einseitige Haltung, die in der integralen Haltung gar nichts zu suchen hat. Hier werten wir nicht und alles darf sein. Aber diese Einseitigkeit und dieses Kämpfen, da möglicherweise viel mehr kaputt zu machen, als geheilt wird, das muss alles sehr gut abgewogen und überlegt sein. Es gibt nämlich ganz andere Ansätze. Da spreche ich natürlich auch von, vor allem im nächsten Modul beispielhaft, hier die prozessorientierte miasmatische Homöopathie. Das sind ganz andere Ansätze, die sehr viel umfassender den Menschen und die Lebenssituation mit einbeziehen. Wir haben das letzte Mal auch schon besprochen im Modul 1, die Salutogenese. Das ist eine ganz andere Haltung, die sehr viel mehr auf die Faktoren schaut, die einen Menschen und einen Organismus gesund erhalten und wegkommen von dieser einseitigen Haltung oder dieser einseitigen Perspektive der Pathogenese, also nur auf die Krankheit, auf die Bedrohung. Und dann kommt diese kriegerische Haltung, die wir auf der ganzen Welt haben, eben auch im menschlichen Organismus hier und mit den entsprechenden Nachteilen. Viele Vorteile dort, ich will das gar nicht irgendwie was schlecht machen, aber da habe ich ja schon gesagt, gibt es viel zu bedenken. Genau. Ja, ein weiteres Grundprinzip, Heilung ist immer ein Bewusstwerdungsprozess. Da gehe ich auch im dritten Modul intensiver drauf ein und dann auch Modul Nummer 6, Bewusstsein und Krebs, führt heute auch zu weit. Ich will es nur kurz schon mal anklingen lassen. Und dann möchte ich mal ganz kurz auf diese verschiedenen Begrifflichkeiten eingehen. Es wird immer wieder von Spontanheilung oder Spontanremission gesprochen.
von unerwarteter Genesung. Und das sind verschiedene Begriffe, die hier rumgeistern. Ganz kurz dazu zur Erklärung. Die, glaube ich, eine der ersten Autorinnen war die Carol Hirschberg, die geschrieben hat oder gesammelt hat, auch sich zu dem Thema Spontanheilung bei Krebs, also spontane Remission, unerwartete Genesung. Das ist laut dieser Autorin ein kleiner Bereich der Betroffenen. Ich gehe im dritten Modul, also im nächsten Modul, nochmal intensiver drauf ein, weil dort in der miasmatischen Homöopathie sehr wohl ein Erklärungsansatz, es einen klaren Erklärungsansatz gibt, warum diese Spontanheilung. Plötzlich kommt ein Tumor und dann verschwindet der wieder. Da gibt es klare Erklärungsansätze zu. Das ist ganz spannend, das zu unterscheiden zwischen diesem ja sehr schnell, wir sprechen dann von diesem bösartigen Tumor, der sehr schnell in die Todesnähe führen kann. Da wird hier deutlich unterschieden. Ja. In der Schulmedizin, also in der Onkologie, wird erst nach dem 5. Jahr nach der Heilung von Remission gesprochen, also dass der Tumor sicher verschwunden ist. Erst dort wird von Heilung gesprochen. Das ist der Unterschied hier in den Begrifflichkeiten. Dann gibt es dieses Wort integrative Krebstherapie. Das ist was anderes als integral. Ich habe es ja gesagt, integral bedeutet zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist. Und das Wort integrativ heißt ja integrieren. Also geht man davon aus, dass quasi der krankenkassenfinanzierte schulmedizinische Ansatz der Mittelpunkt ist. Und dann werden andere Therapieverfahren, auch biologische Verfahren, integriert in diesen Therapieansatz. So ganz grob gesehen kann man das sagen. Und ich gehe mal hier, da komme ich gleich nochmal zu diesem Punkt. Ein sehr interessantes Buch hier von einer amerikanischen Ärztin verfasst, ins Deutsche übersetzt. Das heißt im Deutschen 9 Wege in ein krebsfreies Leben. Die Frau Dr. Kelly Turner hat das verfasst. Das ist eine Ärztin, der eben ihr normaler Krankenhaustätigkeit ja zu wenig Antworten gegeben hat. Und die hat dann gekündigt irgendwann mal oder ihre ärztliche Tätigkeit pausiert und ist in der ganzen Welt rumgefahren und hat Menschen interviewt, verschiedene Heiler. Die ist teilweise im Urwald gewesen und hat dort Schamanen interviewt oder auch Menschen, die was sie gemacht haben bei einer Krebsdiagnose. Und da sind diese Punkte hier, diese 9 Punkte rausgekommen, die ich jetzt gleich mal kurz vorlese. Und das sind die Dinge, die sich gedeckt haben bei Menschen, die wieder gesund geworden sind. Und das ist erstens die Ernährung radikal umstellen, zweitens die Kontrolle über die Gesundheit übernehmen. Also diese Ich-Kraft, sagen, ich bin der Boss in meinem Leben, das kommt gleich nochmal. Dann der eigenen Intuition folgen, der eigenen Stimme folgen, sehr viel stärker. Dann Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel haben diese Menschen genommen. Dann haben sie sich um unterdrückte Emotionen gekümmert, teils auch natürlich mit therapeutischer Hilfe. Sie haben Unterstützung zugelassen durch andere Menschen, Freunde, Familie, wen auch immer, Therapeuten. Dann haben sie sich gekümmert darum, die positiven Emotionen zu verstärken durch Meditation oder Affirmationen. Gibt es sehr schöne Dinge. Dann die spirituelle und geistige Verbindung zu vertiefen. Das hatte ich ja in dem integralen Modell auch drin, dieser fliederfarbene Kernbereich, da wieder Kontakt aufzunehmen und wirklich starke Gründe für das Leben haben. Also das ist die Frage nach dem Wofür? Wofür lebe ich? Wo ist mein Traum, den ich vielleicht vergessen oder verloren habe? Den zu finden. Das sind die 9 starken Gründe, die Frau Turner hier bei den entsprechend Betroffenen gefunden hat.
diese Gemeinsamkeit. Sehr lehrreiches Buch. Ja, und hier, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, Dr. Walter Weber. Da gibt es eben, steht eben sehr für die Salutogenese ein, also den Blickwinkel, was macht einen Menschen gesund, was hält einen Menschen gesund. Und er hat eben auch diese Punkte gesammelt. Erstens, ich bin der Boss in meinem Leben. Heilung ist unbedingt möglich, also diese positive Zukunftsausrichtung. Ich finde und gehe meinen eigenen Weg. Ganz wichtig, kann mir anhören, was Ärzte, was Therapeuten oder in welchen Vorträgen, so wie heute Abend hier gesagt wird, letztlich entscheide ich das selber. Und genau, ich übernehme eine Eigeninitiative und finde, was mir gut tut. Ich bewege mich, meinen Körper, meine Seele und meinen Geist. Ich habe Zeit für eine gute Entscheidung mit Bauch und Verstand. Das waren die 6 Wochen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich sorge für Stimmigkeit und Vertrauen bei mir selber, in meinem Umfeld. Ich bin Teil eines Großen und Ganzen. Und last but not least, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ist der Rat von dem Dr. Med Walter Weber, einer der Pioniere im Bereich Psychoonkologie im deutschsprachigen Raum und ja, sehr langjähriger, erfahrener Onkologe, Mediziner. Ja, dann möchte ich noch auf den Begriff der biologischen Krebstherapie oder Krebsabwehr eingehen. Viele kennen natürlich die GfBK, die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, ein Verein mit Sitz in Heidelberg und einigen Niederlassungen in großen deutschen Städten, auch online erreichbar. Und auch es gibt dort kostenlose therapeutischen Rat, medizinischen Rat. Die Webseite heißt Biologische Krebstherapie. Und dort sind auch natürlich diese Maßnahmen zu finden, aber auch in anderen Therapieansätzen in der Naturheilkunde überall. Ich gehe hier mal kurz durch. Wie gesagt, ich habe das ausführlich in meinem ersten Buch auch beschrieben. Das sind zum Beispiel Maßnahmen für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt, der meistens bei so einer Diagnose eben nicht in Ordnung ist. Dann ausreichende Sauerstoffversorgung des Organismus, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung, also auf den einen 2 Beinen laufen oder singen, ganz wichtig, rhythmisiert den Körper ganz stark und gibt eine ganz tiefe Sauerstoffversorgung. Dann sehr wichtig, Beseitigung von Störfeldern, zum Beispiel Entzündungen im Körper, faule Zähne, also Zahnwurzeln, die nicht in Ordnung sind, da geht es sofort zum Zahnarzt. Dann das ganze Thema Elektro- und Strahlenbelastung, also Handystrahlen, WLAN, ausmachen, ganz wichtig, dass man nicht ständig in diesem, das sind Mikrowellenstrahlung, die nicht gesund sind. Wir wissen das, aber es ist halt auch super bequem. Auch Elektroleitungen im Schlafzimmer müssen die nachts aus sein, wenn man dort schlaft oder Mittagsschlaf, ganz wichtig. Da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, dass sich die ausstellen. Netzfreischaltgeräte heißen die Dinger. Ja, aber auch geopathische Störfelder. Das heißt, man kann sagen, dass oft finden wir bei Betroffenen chronische Krankheiten, eben auch bei Krebs, dass Menschen auf Strahlenfeldern liegen, Wasseradern oder anderen. Da gibt es Menschen, die so etwas finden und dann stellt man eben das Bett um oder sucht einen anderen Schlafplatz. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann das ganze Thema Entgiftungsmaßnahmen des Körpers. Stabilisierung des Immunsystems. Dann natürlich auch bei Bedarf Stoßtherapien mit lebenswichtigen Stoffen. Also ob das jetzt grüne Säfte sind oder Nahrungsergänzungsmitteln und viele, viele andere Dinge mehr. Ja, da gibt es eine ganze Bandbreite an Maßnahmen. Das sollte eben auch gut überlegt werden, was da gut tut, was da eventuell fehlt. Und dann ganz wichtig, der schöpferische Selbstausdruck. Das bedeutet, kreativ zu sein ohne einen Nutzen.
Das könnte singen sein, ohne dass man damit Geld verdient, malen, basteln, stricken, ohne jetzt dann auf den Markt zu gehen und das zu verkaufen oder selbst irgendjemandem zu zeigen. Also dass wirklich diese innere schöpferische Kraft wieder zum Ausdruck kommt. Dann natürlich das ganze Thema habe ich schon angesprochen, psychotherapeutische Maßnahmen, psychoonkologische Maßnahmen, mögliche Konflikte zu finden, die Ursache sein können für eine Krebs- oder Tumorentstehung. Ja, heile Energie, Gebete, energetische Therapien, es gibt spezielle Qigong-Verfahren, es gibt Yoga, das ist sicherlich ist ja auch viele Dinge. Also da gucken, was liegt mir, was tut mir gut und da einfach auch mal ausprobieren. Ja, also sich auch Zeit nehmen für sich selber. Genau. Hyperthermie, also das ist eine Überwärmung des Körpers, ein Verfahren, wo quasi Fieber nachgeahmt wird. Das kann man auch punktuell machen im Körper oder der ganze Organismus wird dann für einige Grad erhitzt, weil das natürlich die Krebszellen schwächt und leichter absterben lässt. Genau. Dann, ja, ich sagte es schon auch, Heilnahrung, biologisch ganz wichtig, jahreszeitlich gesunde Nahrung zu sich nehmen, also echte Lebensmittel, nicht nur irgendwelche Konservensachen. Das ist das, was wirklich uns lebendig hält und gesund erhält, darauf zu achten. Natürlichen Stoffwechsel, all diese Dinge, homöopathische Maßnahmen, ist auch schon angeklungen mehrfach. Das sind viele, viele Dinge und das ist natürlich nicht ganz vollständig, diese Liste. Also da gibt es sehr, sehr viele. Ich habe ein paar Dinge auch genannt, wo man sowas finden kann. Ja, dann, ich habe es schon zwei oder dreimal gesagt, weil es mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist dieser Ansatz der prozessorientierten miasmatischen Therapie. Rosina Sonnenschmidt hat viele Bücher zu dem Thema geschrieben, bringt Kurse und ich habe in den letzten, ja, ich glaube 28 Jahre sind es jetzt, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und ich habe bisher noch keinen so umfassenden Therapieansatz gefunden wie von Rosina Sonnenschmidt. Ich suche weiter. Wenn jemand eine Idee hat, bitte bei mir melden. Ich bin immer natürlich auf der Suche weiter. Und das ist auch der Grund, warum ich das immer wieder anspreche. Es lohnt sich, hier mal reinzugucken. Im nächsten Modul Nummer 3 gehe ich da also stärker drauf ein. Und hier werden wirklich alle vier Quadranten, vorhin genannt, dieser blaue Ring in dem Modell auch abgedeckt. Ja, und ja, also das kann man wirklich als integralen Therapieansatz bezeichnen, ganz klar. Ja, komme ich jetzt zu einem weiteren Grundprinzip der integralen Krebstherapie. Das sind die Regeln der Natur. Und hier speziell das große Thema Immunsystem. Das heißt ja immer Immunsystem stärken und so. Das Immunsystem ist zu schwach, weil sonst kann kein Krebs entstehen und, und. Und grundsätzlich ist es so, dass jede Krankheit immer durch die Haut geht. Und zwar durch die Außenhaut. Man sagt ja auch, mir geht etwas unter die Haut. Das meint natürlich das Emotionale. Und nach meiner Erfahrung habe ich nur einen Schnupfen gekriegt oder eine Magenverstimmung, wenn vorher mir irgendwas emotional unter die Haut gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das hier die Zuschauer auch heute Abend bestätigen können. Man kann das mal beobachten. Und ja, das ist die emotionale Seite und natürlich öffnet das dann Tür und Tor auch für andere Keime, Erreger, Viren, Bakterien und so weiter. Und unser Körper hat dann die erste Immunabwehr. Wenn der normal funktionstätig ist, dann fiebert der, also die Temperatur erhöht sich, es gibt Fiebern und
über das Schwitzen werden diese Eindringlinge wieder rausgeworfen aus dem Körper. Wenn das nicht der Fall ist, und das muss man sagen, dass bei chronisch betroffenen Patienten diese erste Immunabwehr in der Regel nicht mehr aktiv ist, dann erst kann diese Krankheit tiefer in den Körper eindringen. Das ist quasi so die zweite Eskalationsstufe. Erst dann werden die Hohlorgane betroffen. Das sind zum Beispiel die Blutgefäße, der Magen oder das Herz. Das sind sogenannte Hohlorgane. Und es geht dann therapeutisch darum, das wieder auszuheilen und am Schluss auch, dass dieser Organismus, dieser Mensch wieder fiebern und schwitzen kann und diese Krankheit wieder aus dem Körper rauswirft. Wenn das nicht geschieht, erst dann kann eine Krankheit wirklich tiefer in den Körper eindringen und auch weitere lebenswichtige Organe betreffen, zum Beispiel die Leber, die Nieren und so weiter. Das ist dann die dritte Stufe. Und erst in der vierten und letzten Eskalationsstufe, ganz grob, ist es so, dass einzelne Organbereiche, Zellen aufgegeben werden, damit der Gesamtorganismus länger leben kann. Das ist so ein bisschen, wir kennen das von der Kälte bei Minusgraden, dass zuerst immer die Finger oder die Zehen erfrieren würden, weil die ganze Restwärme nach innen geht, um die lebenswichtigen Organe am Leben zu halten. Das ist ein ähnliches Überlebensprinzip, haben wir hier auch. Und ich gehe da später nochmal drauf ein und auch in anderen Modulen, dass auch es bei dem, Tumor, also bei dem Krebs, einen biologischen Sinn gibt, nämlich das Überleben des Gesamtorganismus zu verlängern, weil bestimmte Stoffe, zum Beispiel Zucker oder Toxine, also Giftstoffe, in diesen Tumorzellen isoliert werden, damit die nicht frei durch den ganzen Körper rumgeistern und den Körper dort vielleicht sogar töten würden. Deshalb wird das isoliert in einem ganz bestimmten Zellbereich. Und das bedeutet, dass der Organismus länger überlebt. Das heißt also Zeit gewinnt und Zeit geschenkt bekommt, sich um diese Heilungswege zu kümmern. Auch natürlich mit therapeutischer Hilfe, immer. Arzt kontaktieren, Heilpraktiker kontaktieren und diese ganzen Maßnahmen ergreifen. Ja. Und das bedeutet, dass so wie ein Organismus krank geworden ist, also zuerst über die Haut, dann tiefer in die Hohlorgane, dann tiefer in die lebenswichtigen Organe und so weiter, dass im therapeutischen Ansatz das quasi rückwärts auch wieder aus dem Körper herausgebracht wird. So wie ein Organismus krank wird, auf demselben Wege quasi rückwärts, wird der Körper auch wieder gesund. Das bedarf natürlich dann entsprechender therapeutischer Maßnahmen. Ganz wichtig. Gehe ich aber auch nochmal in dem Beispiel der prozessorientierten miasmatischen Homöopathie in Modul Nummer 3 intensiver drauf ein. Das würde heute den Rahmen hier sprengen. Ja, bis jetzt haben wir weitestgehend über die oberen beiden Quadranten gesprochen. Wir erinnern uns, das ist der menschliche Organismus und zur integralen Krebstherapie gehört natürlich auch der gesellschaftliche Organismus dazu. Also unser Lebensumfeld, in welchem System leben wir, das sind also der linke untere Quadrant. Das ist so die Familie, die Gruppe, in der wir leben und rechts unten das Gesellschaftssystem, das Krankenkassensystem, Schulsystem und so weiter. Und da gehe ich dann in Modul 4 näher drauf ein. Da gibt es also hier einen sehr schönen Ansatz, der heißt soziale Dreigliederung oder Dreigliederung des gesellschaftlichen Organismus. Also ein sehr schöner Ansatz für die Heilung des gesellschaftlichen Organismus, denn wir können ja dieser Tage überall sehen, wie krank auch unser gesellschaftliches Miteinander ist. Da braucht man, glaube ich, kein Hellseher sein, muss man nur jeden Tag in die Nachrichten gucken. Genau. Und anschließend, Modul Nummer 5, geht es um dieses sogenannte exponentielle Wachstum.
auch unbegrenztes oder freies Wachstum genannt. Das ist dieses Wachstum, wo wir bei dem Thema Krebs solche Angst vor haben, wenn wir das hören. Und genau da gibt es das Teekesselchen eben im gesellschaftlichen Organismus. Das ist nämlich unser Geldsystem, unser Schuldgeldsystem, das, was wir heute so normal finden auf der ganzen Welt. Und da gehe ich im 5. Modul drauf ein, sehr spannendes Thema. Dieser Vergleich Krebs im gesellschaftlichen Organismus verglichen mit dem Krebs im menschlichen Organismus. Und hier möchte ich nochmal auf ein Buch eingehen von auch Rosalina Sonnenschmidt. Ich sage ja, dass sie alle 4 Quadranten abbildet und sie selber bezeichnet dieses Werk als ihr Lebenswerk. Also wer chronische Krankheiten, Epidemien und all diese Themen, auch das Thema Krebs, wirklich verstehen will, dem empfehle ich das sehr, dieses Buch zu lesen. Es ist also sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr spannend. Da wird eben dieser Begriff Miasma oder Miasmen erklärt, gehe ich später nochmal drauf ein. Und wir kennen das heute in der medizinischen Forschung jetzt auch das Thema Epigenetik. Das sind sogenannte nicht sichtbare Grunderkrankungen, die auch von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und entsprechend, ganz wichtig, vor allem bei chronischen Krankheiten, immer eine Rolle spielen. Und natürlich hier auch bei unserem gemeinsamen Thema Krebs, ganz wichtig, therapeutisch bedacht und therapiert werden. Ja, sage ich jetzt, müsste, muss, sollte. Genau. Und da gehört natürlich der Name Samuel Hahnemann, dieser Arzt, der von Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Der hat das entdeckt. Einerseits die Homöopathie. Gleiches mit Gleichem, Ähnliches mit Ähnlichem zu behandeln, aber auch diese sogenannten nicht sichtbaren Grunderkrankungen. Damals waren es noch 3. Heute durch die Komplexität dieser Zeit, das sind ja gut 150, ja, 160, 70, 180 Jahre, so viel passiert, eben auch kollektiv, die ganzen Kriege, gerade im letzten Jahrhundert, und, sodass wir heute von viel mehr Grunderkrankungen ausgehen, die bei der Therapie bedacht werden muss. Also bei diesen Eskalationsstufen, die ich genannt habe, die Betroffenen eben wieder auch in die Heilung zu führen. Ja, ich sagte es bereits, diese Miasmenlehre, das ist, war damals zu dieser Zeit im 18., 19. Jahrhundert ein feststehender Begriff in der Medizin unter Ärzten. Der ist dann irgendwann verworfen worden in der naturwissenschaftlichen Forschung, als nämlich dann die neuen Erkenntnisse in der Infektionslehre oder Infektionsmedizin aufkamen. Also als dann Viren, beziehungsweise erst Bakterien und dann ja auch Viren gefunden, erforscht wurden, war das quasi ja das Nonplusultra, dass quasi diese Erreger schuld sind, in Anführungsstrichen, an einer Krankheit. Und was ich sehr erfreulich finde, dass wir heute wieder in der Medizin dort neue Forschungsbereiche sich auftun, nämlich die Epigenetik. Das ist ein Fachgebiet der Biologie, das sich mit genau dieser Frage befasst, dass es weit mehr Faktoren gibt als nur eine genetische Störung. Die wird ja hier oft angenommen als der Grund, also eine Entartung quasi, eine Entartung eines Gens in einer Zelle. Das wäre der Grund für eine Krebsentstehung. Und es ist eben sehr erfreulich, dass diese sehr einseitige Vorstellung
hier auch anders erforscht wird. Und da trifft sich nach meiner Wahrnehmung eben sehr mit diesem Thema der Miasmatik, das, was wir eben seit Hahnemann hier kennen, mit diesen verschiedenen Ebenen, gehe ich aber auch in Modul 3 intensiver darauf ein. Ja, ein sehr weiteres, spannendes Grundprinzip der integralen Krebstherapie ist die Epidemiologie. Schwieriges Wort, genau. Das ist der Quadrant Nummer 3, also links ist damit. Also geht es um die Erforschung von Volkskrankheiten. Und früher sagte man ja Seuche dazu, heute sind es Epidemien. Oder Pandemien, wenn es weltweit oder über ganze Länder vorgegangene Seuchen betrifft. Und dieser Forschungsbereich der Epidemiologie unterscheidet sich von der klinischen Medizin, also das, was Ärzte normalerweise machen, denn da, die kümmern sich um einen einzelnen Menschen in einem ganz konkreten Krankheitsfall. Und sehr spannend finde ich in diesem Zusammenhang, dass diese epidemiologischen Untersuchungen spielen auch in der Soziologie und in der Psychologie eine Rolle. Zum Beispiel bei Verhaltensstörungen, die über eine größere Bevölkerungsgruppe auftreten, Autismus oder Selbsttötung. Und wenn ich jetzt sehe, dass statistisch gesehen jeder zweite Bürger der westlichen Länder im Laufe des Lebens eine Krebsdiagnose bekommt. Ich sage es nochmal, die Hälfte aller Menschen im Laufe des Lebens und davon sterben nochmal die Hälfte. Die anderen werden also körperlich zumindest gesund. Und dann würde ich sagen, dass das eine echte Seuche ist, also eine echte Epidemie. Und frage mich, warum das nicht entsprechend gewürdigt wird in der Öffentlichkeit und entsprechende Maßnahmen dort ergriffen werden. Also gehört, wie gesagt, für mich als Grundprinzip der integralen Krebstherapie unbedingt dazu, das in Zukunft deutlich stärker zu gewichten oder da einen Fokus drauf zu setzen. Ja? Denn für mich spielt das, da sieht man ja gerade auch, wenn wir die Module Nummer 4 und 5 dann angucken, gerade was den gesellschaftlichen Organismus angeht, da sieht man eben, dass es aus meiner Wahrnehmung wirklich, ja, man kann schon fast von einer kollektiven Verhaltensstörung oder ja, vielleicht sogar Selbsttötung wäre vielleicht ein bisschen weit, aber da spielt schon eine Menge das kollektive Verhalten eine Rolle, hat sehr viel auch mit dem Thema Bewusstsein zu tun. Gehe ich auch nochmal in Modul 6 drauf ein. Aber alles sehr, sehr spannende Themen, wie ich finde. Und die gehören einfach hier im Integralen alle dazu. Grundprinzip. Hier habe ich schon gesagt, die Miasmen oder Miasmenlehre oder die Epigenetik. Wir haben zu Hahnemanns Zeiten eben diese drei Miasmen gehabt. Die sind alle benannt nach Epidemien. Damals waren es noch die Krätze, also die Psora, dann die Feigwarze, auch eine Geschlechtskrankheit, die Sykose oder auch die Syphilinie, die Syphilis, das ist jetzt noch relativ bekannt. Und Hahnemann hat eben zum Beginn seiner ärztlichen Laufbahn durch einen eher Zufall diesen Selbstversuch mit der China-Rinde, hat also Schriften von dem Arzt Dr. Cullen aus Schottland übersetzt ins Deutsche. Und damit er das besser versteht, hat er Selbsttests gemacht und hat in China-Rinde probiert. Wurde damals eingesetzt bei Malaria und hat Schüttelfrost bekommen. Also genau im umgekehrten Fall. Er war damals ja gesund, hatte kein Malaria und so ist er draufgekommen und hat das weiter erforscht und ist auf dieses Grundprinzip Gleiches mit Gleichem, Ähnliches mit Ähnlichem gekommen und hat da seine ersten Grundlagenschriften verfasst, 1800 zur Homöopathie, hat
das natürlich auch therapeutisch eingesetzt in seiner Praxis, hat aber gemerkt, dass das bei chronischen Krankheiten nicht hilft in vielen Fällen und hat dann weiter, also akut, ja, das kennen wir ja auch bei vielen Sachen, dass Einzelmittel im Akuten oft helfen, aber nicht bei chronischen Krankheiten. Das wäre auch vermessen, dass man jetzt glaubt, Symptom-X wie eine Kopfschmerztablette, dass einfach irgendeine chronische Krankheit verschwindet. Das ist eben sehr viel komplexer, hat dann weiter geforscht und dann erst in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts dann diese Schriftenreihe verfasst zu den chronischen Krankheiten. Und dort hat er diese ersten drei Miasmen, diese sogenannten nicht sichtbaren Grunderkrankungen beschrieben. Und es gab dann viele seiner Schüler, die das weiterentwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte und jetzt ja schon fast 200 Jahre, nicht ganz. Und ein Ansatz davon ist der von dem Dr. Peter Ginow, beziehungsweise Frau Sonnenschmidt, Rosina Sonnenschmidt, die sind auf sieben Grunderkrankungen gekommen. Die haben alle Bezeichnungen von Seuchen oder Epidemien, wie wir heute sagen. Da sind natürlich auch wieder die Psora, die Sykose und die Syphilinie, also die Syphilis, sondern dazugekommen sind vor allem nach den beiden großen Kriegen die Tuberkulose. Und dann haben wir die Sykose, die Feigwarze, auch eine Geschlechtskrankheit. Das sind drei Stufen. Und natürlich heute auch die sogenannte Arzneimittelkrankheit. Die benennen die Parasitose, die wird sie dort genannt. Das wird also ausgelöst durch diese ganzen unterdrückenden Medizin, also wie Impfungen, wie Cortison und Antibiotika, alles Antimittel, unterdrückende Mittel, die, wenn da zu viel gegeben wird, der Heilungsverlauf quasi gestoppt wird. Das muss also dort therapeutisch entsprechend behandelt werden. Da gibt es entsprechende homöopathische Mittel. Ganz wichtig im Therapieverlauf, dass der Patient eben dort in den Heilungsverlauf nach und nach oben kommt. Ja. Und dann haben wir diese beiden sogenannten Kreuzmiasmen, das ist die Skrofulose und die Krebsseuche oder Karzinogenie genannt. Da haben wir eben diese Erstarrung, deshalb Kreuz, diese Erstarrung der Regulationskräfte des Körpers, der Selbstregulation. Die ist dort erstarrt und muss entsprechend therapeutisch zuerst behandelt werden. Damit es wieder zwei verschiedene Dynamiken werden, die dann einzeln behandelt werden können. Wenn die sich überlagern in so einer Kreuzstruktur, dann ist es sehr, sehr schwer, da therapeutisch überhaupt ja, etwas zu tun mit all diesen vorher auch genannten Maßnahmen. Alleine das reicht nicht aus. Und gehe ich aber, wie gesagt, im nächsten Modul Nummer 3 nochmal drauf ein. Ja, komme ich nochmal zu Quadrant Nummer 3, also dass wir die gesellschaftlichen oder kulturellen Hintergründe zu der Krebsentstehung, wir wissen, dass aus archäologischen Funden bei Mumien zum Beispiel, dass es Tumore wohl immer schon gegeben hat. Dass es also keine neue Krankheit ist oder kein neues Phänomen ist in der Geschichte. Was aber auffällig ist, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit, wo auch die ja, Industrialisierung begonnen hat, die industrielle Revolution, dass in der Zeit eben auch vermehrt Tumore gefunden wurden, Menschen, die an Krebs gestorben sind. Das liegt natürlich dann auch an der Möglichkeit der Untersuchungsmethoden, die wurden viel, viel besser, dass solche Dinge entdeckt wurden, das ist auch klar. Aber trotzdem ist dieses Phänomen also immer stärker und stärker geworden. Und geschichtlich fällt das zusammen mit einer ganz interessanten kulturellen
Entdeckung oder Entwicklung. Das ist die Romantik. Im Beginn des 19. Jahrhunderts sind ja die ersten Fabriken in England und Frankreich entstanden und erst Mitte des 19. Jahrhunderts dann in Deutschland. Da im Ruhrgebiet zum Beispiel diese ganzen Fabriken und wurde danach dann so viel Kohle gefunden und dort sind dann diese ganzen Stahlwerke entstanden und die ganze industrielle Revolution hat auch die deutschen Länder erfasst. Und gleichzeitig mit Beginn dieser Entwicklung gab es diese heute noch so bekannte, weltberühmte Phase der deutschen Romantik mit ihren Ausprägungen in der Kunst, in der Literatur, in der Musik und Theologie, in der Philosophie. Viele berühmte Namen sind dort bekannt. Viele Menschen auf der Welt lernen sogar Deutsch, damit sie diese ganzen Sachen im Original lesen können. Und sehr auffällig ist, dass wir hier in der sogenannten Spätromantik diese Bilder kennen. Viele Zuschauer hier auch, gerade dann in der Spätromantik, diese Malerei von Caspar David Friedrich. Wenn ich das linke Bild zum Beispiel sehe, wo dieser Mann so in die Ferne schaut, über diesem Nebel, dieses Nebelmeer unten so in diese Transzendenz schaut. Oder dieses rechte Bild, ich habe es am Anfang angesprochen, das ja sehr morbide ist. Es gibt auch Malereien von Friedhöfen und so, so sterbende Bäume. Und es ist hier schon auch erkennbar so ein Kokettieren mit dem Tod, also eine Sehnsucht nach diesem Transzendenten. Und ich verstehe diese Kulturepoche so auch als Ausgleich zu diesem Maschinenzeitalter, ja, zu dieser Erdepoche, wo es wirklich darum ging, Kohle aus dem Boden zu holen, dann später ja auch Öl. Und das ist diese Epoche, die jetzt gerade zu Ende geht. Und das ist so gilt als Beginn auch dieser Krebsseuche, dieser Krebsepoche. Und es gibt ja diesen Begriff, viele kennen das von diesem Idealismus, also dieser sogenannte auch deutsche Idealismus, also eine Besonderheit im deutschen Kulturraum, die Phänomene dieser Welt, die Dinge dieser Welt, also auch das Materielle quasi von innen zu erfassen, also das Geistige, die innenliegende Idee der Dinge zu erfassen und zu beschreiben mit Worten. Oder im Ausdruck durch die Kunst, durch die Poesie. Und das ist eine sehr starke Besonderheit des deutschen Kulturraums, für mich eben sehr als Ausgleichsbewegung zu dieser gleichzeitig sehr stark gewordenen Prägung des Realismus und dieses Materialismus. Das, was wir ja heute auch kennen, diese Hinwendung zum Konsum, zum Materiellen, zum Besitz und so. Da gibt es eben diese beiden Bewegungen. Und es kommt an anderer Stelle nochmal kurz angedeutet, oben rechts ist so dieses Schaubild von Rudolf Steiner mit diesen 12 Weltanschauungen und zeigt letztlich, dass es dann bei diesem Ismen immer um eine sehr einseitige Perspektive der Weltwirklichkeit geht. Und das haben wir im ersten Modul hier auch ganz ausführlich schon besprochen. Das möchte ich hier nochmal aufgreifen. Also diese Kulturepoche quasi als Beginn der Krebs, der kollektiven starken Ausbreitung dieser Krebserkrankung beim Menschen, auch bei Tieren natürlich. Genau. Und damals habe ich dieses schöne Zitat gefunden hier von Johann Wolfgang von Goethe, der damals schon gewarnt hat davor, ja, anders als wir es heute vielleicht sagen würden, aber das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen klassisch wie Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es schwach, kränklich und krank ist. Und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach solchen
Qualitäten, Klischees und Romantisches unterschreiben, so werden wir bald im Reinen sein. Ja, das hierzu, also es war damals schon ein Ringen um diese verschiedenen, ja, Perspektiven und Haltungen da und große Streitigkeiten unter den damals Lebenden. Also das gab es damals auch schon und hoffe, dass mit dieser Serie das übersprungen werden kann, sodass eben auch gewürdigt werden kann, die verschiedenen Haltungen und Meinungen. Und denn das alles gehört zur integralen Haltung eben dazu. Ja, und bereits 1900 war die Krebsforschung so vielfältig und so viel, dass dann die, heute nennen wir sie die Deutsche Krebsgesellschaft, damals war das das Komitee für Krebssammelforschung, wurde gegründet 1900, also vor 120 Jahren, weil die Krebsphänomene so groß wurden, dass überall danach geforscht wurde und Therapie- und Heilungsansätze gefragt waren. Den Namen Integral verdanken wir in der Bekanntheit sehr diesem Autor Jean Gebser. Ich gehe an anderer Stelle nochmal darauf ein. Und er beschreibt sehr stark diese auch menschheitliche und kollektive Entwicklung seit der letzten, ja, ich sag mal, ungefähr 500 Jahre. Das ist also sehr, sehr großes, umfassendes Werk. Ich gehe im Modul Nummer 6 darauf ein, Bewusstsein und Krebs. Das werde ich dann ausführlich erklären. Ich mache hier schon mal so kleine Ankündigung dazu. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn wir über das Phänomen der Zeit sprechen, so hat sich da substanziell etwas verändert. Bei unseren Vorfahren damals vor so ungefähr 500, 600 Jahren, da ist eben gedanklich und vom Bewusstsein dieses perspektivische Denken und Sehen entstanden. Und das heißt, die Menschen fingen dann an oder waren dort in der Lage, ein kleines Stück der Wirklichkeit herauszulösen und im Detail zu untersuchen. Und ganz wichtig, sonst wären wir heute menschheitlich nicht da, wo wir sind, hat eben aber auch, so wie Gebser dann beschreibt, der Mensch mehr und mehr dieses Vertrauen in die Welt und in dieses göttliche Ganze verloren, das war der Preis davon, und mehr und mehr in die persönlich gefühlte Isolation gekommen. Ja, das hat sich also nach und nach entwickelt. Und da sind wir wieder, deshalb habe ich es auch hier mit hineingenommen, diese Folie bei den Grundprinzipien, diese Emotion, die auch hier der Dr. Walter Weber in seinen Büchern so sehr beschreibt: Ich bin allein, ich schaff's aber nicht allein. Ich bin allein, ich schaff's aber nicht allein. Und diese emotionale Verfassung überlagert sich dann mit einem zweiten Konflikt, der sich dann in einem ganz bestimmten Organbereich niederschlägt. Und das ist das, was ich schon in den Bereichen vorher angedeutet habe. Das ist zumal in der Kulturepoche der Romantik deutet sich das schon an. Das heißt, diese Gegenbewegung zum rein Materiellen, zum rein Objektiven, dieses Transzendente, dieses Kokettieren mit dem Tod, ich nenne die auch immer Todessehnsucht. Also das gilt es auch bei Betroffenen wirklich ehrlich anzuschauen, auch für Therapeuten wirklich zu fragen, kann das sein, dass ein Mensch, ein Betroffener in einer Lebenssituation so überfordert war, mit einer bestimmten Dinge, wo man einfach keine Lösung gefunden hat, dass er nur den Wunsch hat, wegzugehen.
gehen und aus dieser Situation herauszukommen. Und sich so alleine zu fühlen in dem Moment, selbst wenn man eine Familie hat, auch Kinder und so, das spielt hier in dem Moment dann keine Rolle, sondern dieses Gefühl, mit diesem Problem alleine zu sein und niemanden zu finden, mit dem man das wirklich teilen kann. Und wenn dann dieser Wunsch entsteht, ich will da eigentlich nur raus, ich will weg, dann, das finden wir eben oft bei Betroffenen, diese emotionalen Konflikte, die sich hier überlagern. Ja? Und das ist also ganz, ganz wichtig, die wieder zu trennen. Das geht eben therapeutisch in der Homöopathie, werden dann entsprechende Nosoden gegeben, ganz am Anfang der Therapie. Das sind auch bei anderen chronischen Krankheiten, finden wir diese Dynamik oft. Und da haben wir eben auch dieses Phänomen der Erstarrung der Selbstheilungskräfte oder der sogenannten Regulationskräfte im menschlichen Körper. Das ist oft, welche Maßnahmen gar nicht mehr funktionieren und dann bleibt für viele oft nur noch dieser Ausweg Chemotherapie, Operation, Bestrahlung so schnell wie möglich. Da kommt dann diese, aus meiner Erfahrung und meiner Sichtweise, eben diese ja, scheinbare Not, Zeitnot hinzu. Und wie wir eben auch aus anderen Therapieansätzen wissen, ist das, geht das auch anders. Ja? Mit entsprechend Bedacht und Wissen und Tiefgründigkeit hier gibt es genug Zeit. Das ist schon mehrfach angesprochen worden. Genau. Ja, wir sind also mitten in dem Thema emotionale Konflikte angelangt. Ein wichtiges Grundprinzip der integralen Krebstherapie. Und dieser Forschungsbereich der Naturheilkunde einmal, da gehe ich gleich noch drauf ein, gibt es sehr schöne Ansätze. Und in der neueren Forschung haben wir hier den Forschungsbereich der Psychoneuroimmunologie oder Psychoimmunologie. Ja, ein neues, relativ neues Forschungsgebiet, was eben die Wechselwirkung der Psyche, also der Emotionen, des Nervensystems und des Immunsystems erforscht. Ja. Und also sehr erfreulich, dass dort eben Erkenntnisse hinzukommen, was wir eben ja in der Naturheilkunde da in vielen Bereichen unbedingt dazugehört. Also hier nähern sich die verschiedenen Forschungsbereiche auch an. Ganz wichtig in der integralen Krebstherapie, das bezieht sich hier auf die beiden Quadranten 1 und 2, also die beiden oberen Quadranten, diese Wechselwirkung. Ich selber greife bei dieser Gelegenheit gerne zu diesem Lexikon, zu diesem Grün von dem Entschuldigung, von dem Rainer Körner, von dem Heilpraktiker. Da gibt es auch diese Interessengemeinschaft Biologisches Heilwissen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einmal den Namen Dr. Hamer nennen, weil er eben sehr bekannt ist und den möchte ich nicht einfach übergehen. Dann heißt es am Ende, warum ich den nicht genannt habe. Also, Dr. Hamer, wer ihn nicht kennt, ist ein Arzt gewesen, der diese Zusammenhänge gefunden hat, der emotionalen Konflikte, sage ich mal, und der Entstehung von Tumoren. Und hat das erforscht als Arzt, hat auch da entsprechende Hilfe angeboten und so weiter. Ist aber insoweit sehr umstritten, was seine antisemitischen Äußerungen angeht, einerseits und, wie ich sage, diese Entweder-oder-Haltung. Also er hat das dann genannt, neue germanische Medizin und hat das so absolut gesetzt
und hat gesagt, nur das ist jetzt, ich sag mal, der Stein der Weisen und das geht jetzt nur so und alles andere ist schlecht. Und das, so eine Haltung hat natürlich in der integralen Krebstherapie nichts zu suchen. Ich möchte es aber hier auf der Stelle würdigen, was er letztlich gefunden hat, aber wir sind dort natürlich auch in so einem absoluten Feld von Prognosen, was ich vorhin schon angemerkt habe. Das gilt hier genauso, dass dann ein ganz bestimmter emotionaler Konflikt und nur der für die und die Krebsentstehung verantwortlich ist, das ist nicht haltbar nach meiner Erfahrung und Wahrnehmung, dass das so absolut zu setzen ist und meine ich genauso schädlich wie einen statistischen Wert auf die Lebenserwartung eines Menschen anzuwenden. Ja, also wie gesagt, der Rainer Körner hat aber diese sehr positiven Ideen aufgegriffen, die weiterentwickelt mit den Kollegen. Also das ist sehr schön, was dort zu finden ist, wie ich finde. Hilft so ein bisschen, sich zu orientieren, ist aber, wie gesagt, nie absolut zu setzen. Ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Ja, dann ein weiteres Grundprinzip. Eine Krebserkrankung, also ist eine Erkrankung der Mitochondrien, der sogenannten Kraftwerke in dem Zellkern. Das kann dort ist es so, dass die statt der normalen Sauerstoffversorgung der Zellen diese Zelle auf Gärungsatmung umschaltet. Also so wie bei einem Einzeller, wie einem biologischen Einzeller. Und da haben wir auch wieder schon dieses Teekesselchen Einzeller, Einzellner. Also dieses Gefühl, ich bin allein, ich schaff's nicht allein. Das, was ich vorher beschrieben habe, haben wir hier dann auch sowohl im rechten oberen Quadranten, finden wir also im Zellbereich, im physischen Körper wieder, wie in der emotionalen Verfassung dieser betroffenen Menschen. Da gilt es einfach zu gucken. Das ist, wie gesagt, immer Regeln und Ausnahmen. Wenn ich solche Sachen sage, sind die nie zu 100% absolut zu setzen. Das möchte ich betonen, falls ich das auch nicht mal dazu sage, auch in anderen Modulen hier nochmal ganz deutlich, dass es immer Regeln in der Natur gibt und dann entsprechende Ausnahmen. Aber es ist ein wichtiger Hinweisgeber, auf jeden Fall. Und in diesen Tumoren finden wir bei entsprechender Untersuchung erhöhte Zuckerwerte oder auch erhöhte Giftstoffe, Giftstoffesammlung. Ich habe das vorhin gesagt, da liegt durchaus ein biologischer Sinn des Gesamtorganismus vor, dass er diese zu viel an Zucker oder zu viel an Giften isoliert in einem ganz bestimmten Zellbereich, damit die nicht frei im gesamten Körper über die Blutbahn immer wieder alle Organ- und Zellbereiche stören oder krank machen würden. Deshalb wird das isoliert. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig, dass dann eine entsprechende therapeutische Maßnahme Entgiftung ist. Man kann die natürlich wegschneiden, man kann aber auch erstmal mit Entgiftungsverfahren anfangen, Sauerstoff, Anreicherung und da gibt es eben die genannten Maßnahmen. Ja, und der andere Bereich, ich habe es mehrfach angesprochen, ist eben die Möglichkeit, dass ein emotionaler Konflikt oder auch mehrere Konflikte vorliegen. Dieser Begriff der Metastasen, also Tochterzellen, geht man hier in dieser Forschung davon aus, dass das Zweit- oder Drittkonflikte sind. Ich habe das vorher auch schon mal genannt. Das reicht alleine schon, dass sehr sensible Menschen da so eine Todesdiagnose vorgesetzt bekommen oder eine entsprechende Lebenserwartung vorgesetzt bekommen. Es reicht bei sensiblen Menschen schon aus, einen schweren Schock oder einen Zweitumor, dass der sich ausbilden kann. Das ist also da bitte sehr sensibel mit umgehen. Ja. Dieser sogenannte Diagnoseschock, auch etwas ganz Heftiges, was dort passieren kann. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Feld der Grundprinzipien, die sogenannte Krebsepoche. Ich habe es vor einigen Folien angesprochen. Beginn dieses Phänomens, erweiterten Phänomens, so vor 150, 200 Jahren. Und in dieser Zeit, also wir sprechen hier von dieser Krebsseuche, Krebsepoche,
ist das Phänomen, wenn man sich das mal anguckt, sind die Ausnahmen der Natur zur menschlichen Regel geworden. Und ich habe hier mal ein paar Beispiele nur genannt. Das sind die Rhythmen und Zyklen des Lebens. Das sind natürlich die Sonnenzyklen der Monate, der Mondzyklen innerhalb der 28, glaub, Komma 5 Tage. Das ist Tag und Nacht. Ja, allein durch das Licht machen wir die Nacht zum Tag. Ich sag mal, wer lebt noch nach der inneren Organuhr? Es gibt, was die Ernährung betrifft, Erdbeeren im Winter und so weiter. Also gesund wäre wirklich das zu essen, was in der Region wirklich reif ist zu einer bestimmten Jahreszeit. Das wäre die Regel. Oft leben wir eben die Ausnahme. Ja, biologische Lebensmittel sind heute die Ausnahme, nicht die Regel. Ja, einkaufen können wir wirklich rund um die Uhr, Tag und Nacht. Das gleiche gilt fürs Arbeiten. Gibt es noch diese 6 Tage, diesen freien Sonntag, diesen ursprünglichen, ne, wo dann auch als Ausnahme Fleisch gegessen wurde oder diese Ausnahme einmal in der Woche Fisch zu essen. Das waren im Grunde die Ausnahmen. Da wissen wir selber, dass die Kühlregale voll sind von all diesen Dingen. Ja, auch Kuhmilchprodukte, sehr umstritten, gerade was im Zusammenhang mit diesem Thema Krebs. Wer kennt nicht die China Study, also die China-Studie? Herr Dr. Dahlke hat da sehr viel zugebracht. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auch in den Zusammenhang anzugucken. Was das Thema Ernährung angeht, ist er sehr, ja, auch sehr versiert und sehr spezialisiert, was das angeht. Ja, ich habe es schon angesprochen, das ganze Thema Mikrowellenstrahlung rund um die Uhr, diese Beschallung mit jetzt 4G, 5G, Handystrahlung und so weiter, nicht wirklich gesund, also sehr unnatürlich. Und auch die Bewegung, wir fahren viel, ne, bewegen uns nicht mehr überall mit den zwei Beinen, das wäre ja das Natürliche, ne, dieses Laufen. Und ja, auch Naturmittel. Natürliche Mittel bei Krankheit, das wäre wär das, was die Natur bietet. Und oft nehmen wir dann als Standard die Ausnahme Pharmaka statt Natur. Dann Krieg ist Frieden, War und Cancer. Ich habe es auch schon gesagt, diese Haltung, dass Viren, Bakterien, aber auch Krebs einfach ein Kriegsgegner ist. Ja. Also ist quasi der Krieg der Dauerzustand in unserem Leben, also nicht nur jetzt, wenn es um territoriale Kriege auf der Welt geht, sondern auch hier im menschlichen Organismus. Da wird dann alles Mögliche genommen, ob das ja, Vorsorgeimpfungen sind oder Antibiotika. Da wird sehr leicht mit umgegangen und so weiter und so weiter. Es soll sogar gesund sein, heute eine FFP2-Maske zu tragen, also dass man den natürlichen Sauerstoff nicht mehr einatmet, sondern seine eigenen Abgase. Selbst das soll heute gesund sein. Genau, und diese Liste, die ließe sich endlos verlängern. Also ich glaube, es kann keiner von uns ausschließen, auch ich natürlich nicht, dass wir hier die Ausnahmen der Natur zur menschlichen, zur eigenen Regel gemacht haben. Und da gilt es wirklich zurückzufinden und das Natürliche, das Gesunde zur Regel zu machen. Das ist hiermit gemeint. Ja, Modul 6, ich habe es schon kurz anklingen lassen, Bewusstsein und Krebs. Da gehe ich auf dieses Thema ein. John Gebser hat dort, wie gesagt, sehr gewirkt. Daher auch dieser Name Integral. Das ist die Möglichkeit, in der wir heute stehen, in diese Verfassung zu treten und herauszuspringen aus dieser einseitigen Perspektive, dieser eigenen Perspektive und ja, dieses Trennende rechts gegen links und der macht das Böse und der. Und ja, da haben wir einfach die Möglichkeit, die Welt wirklich umfassend zu betrachten. Das ist dieser integrale Ansatz oder diese integrale Haltung, das damit gemeint. Erkläre ich dann in diesem Modul ausführlicher. Und ja, wer da auch mehr das aktiv üben will, der kann das hier tun bei Daniela Liebig.space. Es gibt Online-Kurse, aber auch
Seminare, Retreats, wo man diese integrale Haltung in Therapie und Lebenspraxis einüben kann. Ja, hier nochmal meine beiden Bücher zu dem Thema, wer mehr wissen möchte. Das Rechte, das Blaue habe ich schon genannt. Das andere, da geht es im Spiegel des Krebses um eine Romangeschichte, eine Erzählung, auch zu dem Thema integrale Bewusstseinsverfassung, wie wir quasi dorthin gekommen sind. Und natürlich auch ganz besonders, dass es zu diesem, dass wir diesen Gegner und diesen Angstgegner Krebs quasi zum Verbündeten machen. Das ist einfach mal eine ganz andere Haltung zu diesem Thema. Ja. Habe ich auch schon gesagt, Modul 7, Krebs wofür? Das Thema, diese große, wichtige Frage, auch nach der Zeit und dem Potenzial auch so einer Diagnose oder so einer Erkrankung. Genau, dann fasse ich nochmal das Gesagte zusammen. Die integrale Krebstherapie ist ein Leitbild, kein neues Konzept oder eine Handlungsvorgabe. Die integrale Krebstherapie versteht sich als Haltung in einer Bewusstseinsverfassung für einen zukunftstragenden Umgang mit der Wirklichkeit und im Umgang mit der Diagnose Krebs. Diese integrale Haltung im Dienst der Pflege, der Heilung und Behandlung ist sich ihrer selbst bewusst und steht ganz in den integralen Möglichkeiten des Sowohl als auch und meint damit sowohl in Geist als auch in Seele als auch im Körper, sowohl im Organismus Mensch als auch im Organismus seiner Gesellschaft. Mit der integralen Krebstherapie steht die autonome Ich-Entwicklung eines jeden Menschen im Mittelpunkt. Daher ist die integrale Krebstherapie keine Therapie im herkömmlichen Sinne eines dualen Entweder-Oder. Sie trennt nicht, sie verbindet. Sie ist sowohl Unterscheidung als auch Entscheidung, so wie vom altgriechischen Diagnosis abgeleitete Bedeutung des Wortes Diagnose. Ein durch Erkenntnis abgeleitetes Urteil mündet in der integralen Krebstherapie niemals in eine Wertung oder in einer aus einer Statistik abgeleiteten Lebenserwartung. Ihr Menschenbild erfasst die geistigen, seelischen und körperlichen Wesensglieder eines Menschen und seinen Kern, sein Ich. Also das menschliche Wesen sowohl in seinen vordergründigen als auch hintergründigen Belangen, sowohl in den subjektiven als auch in den objektiven Bezügen des Lebens. Dabei ist der Betrachter sich seiner selbst bewusst. Integral bedeutet, zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Und ja, wer Fragen hat, dann gerne können wir da jetzt drauf eingehen oder auch Anregungen oder mir schreiben. Dann freue ich mich da auf den weiteren Austausch. Vielen Dank. Ja, Felicia, du hast noch eine Frage oder einen Hinweis? Gerne. Hallo. Erstmal Dankeschön für den Vortrag. Ja, gerne. Ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar kam jetzt ein paar Mal der Hinweis, oder du hast ein paar Mal erwähnt, dass das Phänomen Krebs nicht nur bei dem Menschen alleine vorkommt, sondern halt auch in der Gruppe, in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich frage mich jetzt, also ich denke, dass dann die integrale Krebstherapie sowohl bei dem betroffenen Menschen als auch bei der Gesellschaft stattfinden muss oder sollte. Und für den betroffenen Menschen gibt es ja
mehrere Behandlungsmöglichkeiten oder Therapien oder Herangehensweisen. Jetzt frage ich mich nur, wie ist es bei der Gesellschaft? Weil offensichtlich muss ja da auch einiges gemacht werden. Irgendwie muss das Thema ja im Kollektiven angegangen werden. Gibt es da etwas, was man da machen kann? Oder also gibt es da schon was oder gibt es da Ideen, wie man das umsetzen könnte? Ja, genau. Und das ist nach meinem, was ich gefunden habe, ja, erstmal vielen Dank für die Anregung und für die Frage. Das ist nach meiner Wahrnehmung dieser Ansatz oder dieses Leitbild der sozialen Dreigliederung. Ich gehe im Modul 4 und auch 5 ganz intensiv darauf ein. Und ich bin nur sehr, sehr froh, dass ich das gefunden habe. Ich meine, das macht ja mich aus, auch die erste Veröffentlichung schon, immer wieder diesen Vergleich zu ziehen zwischen dem Krebs im menschlichen Organismus und Krebs im gesellschaftlichen Organismus. Und ich habe es kurz anklingen lassen. Wir haben hier dieses sogenannte exponentielle Wachstum, das, wo wir so eine Angst haben bei Krebs, also Krebs im Körper, diese Todesbedrohung. Das ist das, was wir gerade im Kollektiven erleben. Das ist dieses Geldsystem, was wir haben, dieses Zentralgeldsystem. Und was wir jetzt erleben mit dieser Inflation und diesen ganzen Schulden, die sich aufgetürmt haben. Wir haben weltweit historisch noch nie so viele Schulden angehäuft der ganzen Länder. Also unsere ganzen Länder haben sich so über beide Ohren verschuldet. Das kann gar niemand mehr zurückbezahlen. Und das ist quasi der Tod am Ende dann dieses gesellschaftlichen Organismus, dieses Gesellschaftssystems. Das führt zu Armut, zu Streit jetzt. Wir sehen das überall, zu Leid. Das ist durchaus vergleichbar. Ich sage tatsächlich, meine Diagnose im Moment des gesellschaftlichen Organismus, Krebs im Endstadium. Das ist meine Diagnose, die ich gerade sage, also auch schon länger. Wir stehen also genau davor, vor diesem Ende dieser Art des Gesellschaftssystems und dürfen gespannt sein, was wir daraus machen. Vielen macht das sehr viel Angst, zu Recht, glaube ich, aber es gibt wunderbare Ansätze, also Heilung des gesellschaftlichen Organismus, gibt es seit 100 Jahren eine Idee zu, also möchte ich sehr einladen, hier zu Modul 4 und dann zu Modul 5. Da geht es um das Thema Geldsystem, dieses zentralistische Geldsystem, was wir alle kennen. Wir halten das für so normal und für mich ist das quasi die Krankheit, die Grunderkrankung unseres gesellschaftlichen Organismus ist diese Art Geldsystem, was wir haben. Da gehe ich dann in Modul 5 näher drauf ein. Ja. Ist damit die Frage einigermaßen beantwortet? Ja, ist sie. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, dann, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Silke noch die Hand gehobene Frage. War das richtig, Silke? Ja, das stimmt. Super. Ja, ich habe eine Frage und zwar integrale Krebstherapie oder integrale Therapie heißt, zu einem Ganzen dazugehörend und es dadurch zu machen, wie es ist, oder wie war das? Genau. Zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist, ja. Was es ist durch mich, durch mein Bewusstsein, ja, ist richtig. Das gemeint? Ja, genau, super. Also ich versuche es mal, also alles, was dazugehört, das ist, also die Diagnose, die Krankheit, der Betroffene, die Betroffene, der Therapeut selber, also alle Bestandteile und auch alle Bezüge, in diesen 4 Quadranten abgebildet wird. Sowohl die Bezüge des gesellschaftlichen Organismus als auch des menschlichen, persönlichen Organismus. Alle Teile gehören dazu. Richtig. Und das macht es erst zu dem, was es ist. Okay. Ist es verständlich so ein bisschen, oder? Ja. Ich hab's, ja, danke. Das wollte aber ich du hast das schon wissen. Richtig, du hast das schon richtig erfasst, denke ich. Ja, das ist richtig. Okay,
Gut. Prima, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Ja, gibt es noch Wortmeldungen, Anregungen, Fragen? Ja, das scheint gerade nicht der Fall zu sein. Ich danke nochmal ganz herzlich für die Zeit, für das Interesse und ja, gerne an anderer Stelle mehr. Lade ich ein. In 14 Tagen geht es live weiter. Hier mit dem dritten Modul Beispiele einer integralen Krebstherapie. Ich vergleiche hier die kassenfinanzierte schulmedizinischen Ansatz mit dem mit der miasmatischen, also prozessorientierten miasmatischen Hämopathie, da diesen integralen Ansatz und das einmal beispielhaft gehen wir da Stück für Stück durch die verschiedenen Maßnahmen, immer im Verhältnis zu den vier einzelnen Quadranten, damit das etwas deutlicher und praktischer wird. Heute war es ja sehr allgemein gehalten. Ja, vielen Dank nochmal, alles Gute und ja, bis bald. Schönen Abend zusammen. Danke und gute Nacht. Danke, alles Gute. Gute Nacht.